Vor mehr als 10 Jahren war der schrittweise Atomausstieg beschlossen worden. Die 3 letzten Meiler in Deutschland sollten zum Jahresende vom Netz gehen. Eines davon ist Isar 2 in Bayern. Seit die Energiepreise im Zuge des Ukraine-Kriegs massiv gestiegen sind, gibt es Forderungen, die 3 Kraftwerke länger laufen zu lassen. Das Bundeswirtschaftsministerium lässt diese gerade prüfen. Bayern hat im Bundesrat eine Verlängerung der Laufzeiten beantragt. In der Region gibt es Gegner und Befürworter. Niedereichbach im Landkreis Landshut. Das Zuhause von Julia Haider. Hier ist sie aufgewachsen. Immer im Blick das Kernkraftwerk Isar 2. Es begleitet sie seit ihrer Kindheit. Es wird auch immer gesagt, du brauchst keine Angst haben, das ist super sicher. Und irgendwann hört man dann von Atomkraft Nein-Danke-Aktionen und hört von Unglücken in anderen Ländern. Und dann macht man sich Gedanken. Geblieben ist sie trotzdem. Es ist ihre Heimat. Die Nachbargemeinde Essenbach. Das Atomzeitalter hat den Ort verändert. Die neue Musikschule, eine moderne Veranstaltungshalle. Ohne die Steuereinnahmen hätte sich Essenbach das nicht leisten können. Wenn man heute von dieser Aufsteigerregion Landshut spricht, hängt es, auch wenn es manche nicht so gern hören, sicherlich auch mit dem Kernkraftwerk zusammen. Und ich denke mir, es war schon auch ein gewisser Wirtschaftsmotor. Neubauer spricht sich für den Weiterbetrieb über das Jahresende aus, fordert Versorgungssicherheit. Für Grünen-Politikerin Rosi Steinberger darf das nur der letzte Ausweg sein. Ich gehe jetzt davon aus, dass man alle anderen Mittel zuerst prüft. Also dass man wirklich Strom spart, dass man andere Brennstoffe testet, dass man versucht, dieses Mittel zu vermeiden. Das muss also das Letzte sein, wenn einem keine anderen Möglichkeiten mehr bleiben. Ein Streckbetrieb bis Mitte 2023. Aus Expertensicht sei das in der verbleibenden Zeit noch umsetzbar. Rein vom Betrieb her ist es einfach machbar, aber es müssen natürlich Voraussetzungen geschaffen werden, sowohl technischer Art, also in der Planung, welche Arbeiten durchzuführen sind, als auch natürlich politischer Art, ich brauche eine Änderung des Atomgesetzes. Zurück in Niedereichbach hofft auch Julia Haider auf den baldigen Atomausstieg, sobald dieser Schritt vertretbar ist. Manche im Ort, sagt sie, mögen das aber anders sehen.